So, ihr Lieben, da bin ich wieder mit dem letzten Teil, denke ich mal, des Landwirtschaftssimulators fürs Erste. Es gäbe noch Sachen mit Tieren und so weiter und so fort, aber das würde ich dann lieber mal später machen, weil sonst wird das hier zu langatmig. So, wir haben erst den Anhänger hier leer gemacht und sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Mähdrescher mit Rohr. Er hat es auch schon wieder draußen und wartet auf mich. Ihr seht. Nee, er wartet noch gar nicht. Ich bin heute zu schnell für die Welt. Na gut. Jetzt aber. Ich sag, das kann auch nur eine Minute sein, meine Güte. So, mach mich voll. Ich will voll gemacht werden. Schön machst du das. So, und wie ihr seht, ist der andere Trecker auch am Gange, ne? Hier geht's richtig zur Sache. Also das ist jetzt mal eine richtige Landwirtschaft. Ich meine, und da müsst ihr euch, wie gesagt, drauf hinspielen, ne? Da, na, 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 na. Ja, ich hatte ja im letzten Video gesagt, von wegen der, schlag mich mal, Flughafenfeuerwehrsimulator und Firefighter. Ich fände das jetzt mal toll, wenn ihr einfach mal mitspielt und einfach mal sagt, was ich als Erstes machen soll. Den Flughafenfeuerwehrsimulator oder den Firefighter. Das wäre mal nicht schlecht. Und da dieses Video hier ja am Samstag erscheint, was hier gerade gemacht wird, denke ich mal, vielleicht ist da genug Zeit, dass ihr mir das einfach mal drunter setzt. Und dann erfahre ich auch mal, ob ihr die Filme auch guckt. Wäre lustig. Aber die Flughafenfeuerwehr kommt dann. Und der Firefighter. Dann schauen wir einfach mal weiter, was wir dann machen. Ob wir dann nochmal in die Tierwelt gehen. Oder ob ihr überhaupt noch weitere Videos haben wollt. Oder ob ihr sagt, boah, der Geo, der ist so blöd, ne? Der nervt so voll. Will ich gar nicht sehen. Oh Mensch, jetzt hast du ein Rohr draußen. Ich bleib stehen mit deinem Rohr. Los, los. Ich fahr schon wieder durchs Getreide hier. Das ist ein bisschen blöd gemacht hier. Aber ich habe keine andere Chance. Ich muss da durch. Aber wie ihr seht, mache ich nichts kaputt. Im normalen, echten Leben wäre es schon kaputt. Kann auch sein, dass er vorher nochmal dreht. Und unten der andere Mähdrescher steht hundertprozentig auf. Ah, jetzt muss ich warten, weil der steht in so einer Position, wo ich den Trecker erst wegfahren muss. Sonst bauen wir hier einen riesen Unfall. Mach mich voll, mach mich voll, mach mich voll, mal voll. Ihr könnt das nochmal sehen, wenn ich das jetzt so hoch mache, ne? So ein bisschen hochscrolle, so. Blablab. Wie das jetzt. Mähdrescher wird leer, Trecker wird voll. Cool. Ja, also dieses Spiel müsste ich jetzt geschlagene Stunde, anderthalb, meistens zwei Stunden. Ungefähr müsst ihr rechnen. Also normale Real-Life-Zeit. Weil die spiele ich auch nie durch, weil da muss man das Spiel echt unterbrechen. Das ist dann so zeitraubend wie Second Life, wenn man da gerade richtig beschäftigt ist, so wie jetzt. Ist auch nicht langweilig, wenn man hier solche vielen Felder hat. Dann kommt man hier richtig in Action, wie ihr seht. Ins Schwitzen. So, jetzt fahren wir wieder ran. Jetzt fahren wir wieder ran. Also, dann wollen wir mal die erste Kuh machen. Also würde ja dann dementsprechend am Sonntagabend, würde dann eins von den Feuerwehrspielen erscheinen. Also nochmal zur Erinnerung. Bitte sagt mir, welches Spiel ich als Erstes machen soll. Den Flughafenfeuerwehrsimulator oder den Firefighter. Umso eher ich das weiß, umso eher kann ich mich drauf einschießen. Und wenn ich nichts höre, dann suche ich mir das halt selber aus. So, jetzt gehen wir nochmal auf die Karte. Ich brauche meinen Trecker wieder. Wetten, da ist ein nächster Assist. Sag doch. Der hat auch sein Rohr draußen. Grausam. Jetzt hat er wieder hier eine ganze Reihe stehen lassen, der Arsch. Naja, okay, dann mache ich das später manuell.
Was? Bin ich denn nicht groß genug mit meinen Anhänger? Was? Aha. Ich hätte noch ein bisschen weiter rüber gemusst. Okay, okay, okay. Ich werde mich anpassen beim nächsten Mal. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie voll hier die Bude wird. Ich denke mal, den muss ich gleich leer machen. Da müssen die anderen Mähdrescher, wenn sie voll sind, halt mal kurz warten. Das ist dann einfach so. Nur das ist ein etwas weiterer Weg. Und hier seht ihr diese ganzen Straßen ringsherum, ne? Und das bedeutet für mich, mit den Straßen ringsherum, deswegen habe ich die Autos abgeschaltet, weil die stören immer meine Landmaschinen hier in der Arbeit. So, jetzt fahre ich hier extra mal ein bisschen nebenher. Ich würde den Anhänger nämlich gerne voll machen, weil diese Fahrstrecke etwas länger ist gleich, bis zum Bahnhof. Und dann fahre ich ungern mit halb leeren Anhängern. Verständlich, oder? Lal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 
haben wir hier jede Menge zu tun. Jetzt hätte ich fast den einen Trecker geknallt hier. Kikeriki, siehst du, meine Eier habe ich immer noch im Sack. Die muss ich noch sammeln. Aber das machen wir später. Also ich mache das später mit euch dann. Also jetzt Landwirtschaftssimulator technisch. Denke ich mal, war es dann erstmal. Es sei denn, ihr habt noch ganz wichtige Fragen oder Anregungen. Dann müsst ihr mir das natürlich mitteilen. So. So, jetzt scroll ich raus und jetzt kann er Kuh sagen. Pass auf, jetzt macht er aber einen Riesenkuh. Das sind jetzt mal Mengen. Deswegen habe ich gesagt, könnt ihr euch noch erinnern, wo ich dachte, mit dem kleinen Pipi-Anhänger? Da wären wir gar nicht zurande gekommen. So. Wetten, dass die anderen schon wieder ihre Rohre draußen haben und auf mich warten. Jetzt haben wir 11 Minuten. Na, schauen wir mal. Jetzt müssen wir ganz schnell wieder hinten zu einem Feld. Also das geht jetzt mindestens hier bis eine Stunde, anderthalb geht das hier voll durch. Und eigentlich müsste jetzt schon der andere Trecker fast durch sein mit dem Feld, mit dem Saubermachen. Dann könnte das jetzt schon wieder gesät werden. Aber wie gesagt, das ist jede Menge und ganz viel. Ich hatte euch erklärt wegen dem Kaufen, das ist über die sogenannte Taste P wie Paula. Da kommt man in dieses Geschäft, wo man Traktoren kaufen kann. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, müsst ihr erstmal anfangen zu spielen. Und wenn ihr da noch echt Fragen habt oder das Spiel echt selber habt, dann wisst ihr ja, wen ihr fragen könnt, der euch da helfen kann. Weil wie gesagt, wenn ich da jetzt über jedes Detail ein Video mache, dann wird das jede Menge. Sehr viel. So. Yeah! Das ärgert mich, dass er schon wieder irgendwas stehen lassen hat. Das kann ich alles wieder per Hand nacharbeiten hier. So, der hat schon wieder sein Rohr draußen. Meine Güte. Außer. Ah, er scheint aber noch zu arbeiten. Gut. Also nicht dran stören, weiter geht's. So, seht ihr, das hat er schon fertig hier, das Feld. Kann der hier gleich schon mit dem nächsten beginnen. Und das ist diese richtige Akkordarbeit, ne? So, jetzt muss ich den Trecker wieder besetzen. Jetzt haben wir schon vom zweiten Video wieder 13 Minuten voll, Leute. Wisst ihr das? Das artet jetzt hier in Arbeit aus. Aber sowas von. So. Jetzt muss ich wieder warten, bis mein Anhänger voll ist, dass ich dann hinten zu dem anderen Mähdrescher fahren kann. Der hat nämlich auch sein Rohr draußen. ja, und ich denke mal, da müssten wir unsere 15 Minuten auch voll haben. Wir sind schon gleich voll 14. Ups. Upsi, upsi. Hier geht's mal richtig zur Sache heute. Komm, mach leer, mach mich voll, mach leer, mach mich voll. Steh da voll drauf. Glaubt ihr voll? Glaubt ihr gar nicht, ne? Keine Ahnung. Ja, ich hatte heute ein Anschreiben von der Marie, von einer Bekannten von mir. Hey, und die sagte, deine Kommentare sind immer so geil. Ich weiß nicht, ob die geil sind, keine Ahnung. Versuche mir immer Mühe zu geben, so sauber wie möglich zu sprechen, weil ja auch Kinder zu gucken. Ja. Kinder und Jugendliche. Ich würde eher schon fast sagen jugendlich. Aber ich glaube, eine gewisse Person weiß schon, wen ich meine, wenn ich mit jugendlich meine. Ja, einfach. So, Hilfe. Komm. So. So, Leute, jetzt haben wir 15 voll hier und
Wie gesagt, wir beenden diese Geschichte Landwirtschaftssimulator fürs Erste. Fürs Erste. Wenn ihr noch was sehen wollt oder was Bestimmtes sehen wollt, müsst ihr mich anschreiben, ansprechen, was auch immer. Denkt dran, eure Challenge, mir zu sagen, was soll simuliert werden, also über Let's Play werden. Der Flughafenfeuerwehrsimulator oder, sagt mal schnell, genau, der Firefighter. Und das würde dann Sonntagabend erscheinen. So, und ich habe das Video hier auch wieder vorproduziert, heißt zwei Videos in eins. Also an einem Tag, weil mir sonst manchmal gerade am Wochenende die Zeit wegrennt. Und ich bedanke mich bei euch nochmal fürs Zuschauen. Und ja, dann hören wir uns an spätestens Sonntag wieder. Und denkt dran, unter die Kommentare zu schreiben, was ich euch gesagt habe. Und die Leute, die bei YouTube angemeldet sind, bitte, bitte, bitte denkt dran, bei YouTube auch mal den Daumen hoch zu machen. Das ist ganz wichtig. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns, hören wir uns. Tschüss.